So, wir sind gerade in den Heights auf dem Weg hier zu dem Teil hier. Oh je, das ist ja eine Ölpumpenstation, sehe ich gerade mit Schwierigkeit 5 von 5. Und danach wollten wir eigentlich noch hier hin, zu dem Ausguck, dann noch hier zu Deep Fry hin und ja, dann langsam mal bei Gaston hier mal reinschauen, was da so abgeht, weil wir hier zwei Ausrufezeichen haben. Das heißt, wir haben die große Rundreise schon mal gestartet und sie geht auch jetzt gleich weiter. Was ich mal hier schauen kann, hier auf dem Weg sind zwei Vogelscheuchen, ob wir die machen können oder ja, ob da meine Harpune noch nicht mal ausreicht dafür. Das werden wir gleich sehen. Wir düsen gleich mal los. Da bin ich mal gespannt, wie das kommen wird. Aber ich glaube, in dem Gebiet waren immer starke Vogelscheuchen. Aber theoretisch, wenn es funktioniert, war die nicht hier gleich irgendwo in der Nähe? Wenn es funktioniert, könnten wir sogar. Ja, ich fahre noch ein bisschen geradeaus. Vielleicht die auch umfahren. Aber die wird, glaube ich, zu groß sein. Naja, die kriegen wir nicht. Und hier Stufe 6. Und da muss ich irgendwas machen. Irgendeine Hauptmission, die ich halt jetzt noch nicht habe. Ist ein bisschen mies. Bin jetzt hier in dem Gebiet und ja, hab die Hauptmission noch nicht eigentlich. Dann schauen wir mal. Die andere müsste, glaube ich, genau auf der Strecke sein. Mal gucken, ob wir die vielleicht einfach umfahren können. Ich meine, hier jetzt gerade war es ein bisschen problematisch. Hier, okay, das ist auch wieder eine große. Bäm! Einfach reingedonnert. Richtig schön. Oh ne, da kommen welche. Da kommen immer so viele auf einmal. Oh, ich wollte doch hier nur die Teile sammeln. Ich glaube, die kommen hier gar nicht richtig hoch. Hoffe ich zumindest mal. Wegen den ganzen Schrottteilen hier. So, einer, ich glaube. Okay. Ih, da sind Füße aus dem Boden raus. So, meine Freunde. Was geht ab? So, der eine ist, glaube ich, sogar tot. Ja, perfekt gemacht. Aber ganz schön nicht spritsparend hier. Alle alleine in einem Auto. Jetzt kann ich theoretisch eins mitnehmen und dann irgendwie zur Basis bringen, aber leider sind wir gerade eben viel zu weit weg und ich habe jetzt keinen Bock zurückzufahren und dann wieder hierher zu fahren. Deshalb lassen wir die Karren einfach mal so stehen. Ne? Und rasen einmal weiter auf unserer schönen großen Rundreise. So, wo kommt. Ne, Vogelscheuche haben wir jetzt ja. Genau. Weil ich sehe die Straße gar nicht. Irgendwie nur ein paar Gefühl und mit der Minimap fahre ich hier gerade rum. So, was haben wir hier? Der ist jetzt tot, der hat sich noch ein bisschen bewegt. Aber jetzt denke ich mal nicht mehr. Oh, da drüben war ein Sniper. Oder muss ich, glaube ich. Moment mal, hier haben wir so eine Infobegegnung. Oh, Boys. Woher? Ich glaube, wir müssen hier auch hin. Deshalb können wir mit denen auch mal reden. Oder? Wir sind da. Jo, wir sind da. Reden wir mal mit dem, der gibt uns immer schöne Tipps. Oi, dust treasure. I reckon you're looking to get inside that huge slaughterhouse there. Gotta beef up your ride to go. And bring many a thundering sticks if you can launch him. So, das ist ein Fahrzeuglager. Bevor du versuchst, es zu betreten, solltest du dir ausreichend Munition für den Donnerstecher besorgen. Wir sind, glaube ich, voll damit. Bleib so lange wie möglich im Auto. Es befindet sich ein Bauteil im nördlichen Bereich. Nördlich, okay. Hier fahren ein paar rum. Machen wir mein Licht aus, nicht, dass sie mich entdecken. So, pack einmal mein Fernglas aus. So, was haben wir denn hier? Lagersniper. Alter, ein paar viele sogar. Ich glaube, hier hinten ist sogar auch noch einer. Den können wir jetzt aber gar nicht markieren.
Hier haben wir die komischen Donnerstabwerfer. Da hinten auch noch einer. Hier. Aber auch noch zu weit weg zu markieren. Warte, was haben wir hier? Molotow-Schleuder. Hier haben wir, glaube ich, so ein Flammenrohr-Dingsbums irgendwo. Okay. Hier hinten noch einer. Und die einen fahren hier, glaube ich, einmal im Kreis rum. Oho. Okay. Ich überlege mir gerade, wie ich hier angreifen soll, ohne Alarm auszulösen. Wird, glaube ich, ein bisschen heftig. So, hier haben wir so eine Rampe, die aber auch nicht viel bringt. Ich glaube, hier würde ich mal sagen, scheiß mal so ein bisschen auf den Alarm. Und schauen, dass wir halt alles... Alter Gasthorn so nah. Schauen wir einfach, dass wir alles gut hinter uns bekommen. So, wenn wir hier schon oben sind, ein bisschen Taktik soll ja auch dabei sein. Benutzen wir ein bisschen mal hier einen Sniper. Very highly protected. So, der hat uns, glaube ich, entdeckt. Oh, daneben. Hallo? Das war peinlich. Oh, Moment. Dass die Steuerung immer so träge sein kann. Haben wir den getroffen? Das Licht stört hier ein bisschen. Hier kommen welche. Mal gucken, ob die uns entdecken. Ich glaube hier hinten, da... Ah, toll, da ist die Flagge im Weg. Hier müsste ja auch noch einer sein. Eigentlich müssten die mich ja sogar sehen. So, ich weiß nicht, den hier? Den haben wir, glaube ich, erwischt. Hier oben keiner. That place is time. So, bin ich mal gespannt, ob wir den noch bekommen. Bisschen weiter runter. So, jetzt aber einmal. Bisschen viel geschossen natürlich. So, come on. Los geht's. Oh, Hallöchen. Können wir gleich die Türe rausmachen. Auch nett. Können wir da hinfahren? Will der wirklich abhauen? Okay, von mir aus. Der eine dreht um. Ja, und wenn ich umdrehe, dann fahrt er wieder von mir weg, oder wie? Alter, der hat so mien. Das ist ja mies. So, ja, hallo? Wieso konnte ich den jetzt gerade nicht abschießen? So, weg da. Oha, da sind ein paar viele. Aber man muss dazu sagen, die waren nicht sehr stark. Alter, wie viele es hier gibt. Vor allem, wenn der Donnerstecher mich erwischt, dann... Ja, geht das, glaube ich, eh der Alarm los. Oh, der ist schon wieder rausgeflogen. So, wir fahren einmal ein bisschen im Kreis. Hier ist noch einer. Alter, guck mal, so schnell wie das hier geht mit dem Alarmzustand, das kriegt man noch gar nicht hin ohne... Ah, voll hier einmal durch. So war es nicht geplant. Und auch nicht gegen die Laterne. So, äußere Verteidigungslinie gestärkt. Alter Falter, geht der ab. Okay. Die gehen mal richtig ab. Das
haben wir das Flammrohr. Klappt nur noch, wo die Einbrüche rumfahren. Was hier haben wir noch? Achso, das ist wohl nur der Tank hier einmal. Und das Flammrohr. So, mitgenommen, aber nicht ganz ausgeschalten. Oh, das ist noch so eine Schleuder. Was haben wir hier drüben denn noch? Ich schau mal kurz hier rein. Don't stray. Yes, have a protector set. But don't be long, please. So, was haben wir hier? Ah, einmal so eine Pumpe. Okay, machen wir ein bisschen Radau hier. Gar keiner da eigentlich. Vor allem hier sind eher Wachen nur im Auto unterwegs. So wie das ausschaut. So, Nummer 1 von 7. Jetzt gucken wir hier noch ein bisschen rum. Schauen wir ganz kurz. Ölbrunnenteile, Insignien. Aber keine Relikte. Vor allem ist es halt ein bisschen mies, weil das hier alles so groß ist, da alles zu finden. Wenn da eins so richtig mies versteckt ist, das wird dann lustig. Oh, perfekt, Munition. Sniper, richtig gut. Nochmal Sniper. Haben wir ein bisschen rumgeballert. So, irgendwo oben, Insignien oder so, hängt nichts rum. Aber wir konnten hier hoch und nochmal woanders. Und ich glaube, irgendwo auf dem Boden lag, glaube auch noch irgendwie Schrott rum. Dass sie hier so chillig rumfahren. Ah, hier war der Tank eigentlich. Lag hier nicht noch irgendwo ein Schrottteil rum? Okay, habe ich mich, glaube ich, getäuscht. Oder schon aufgehoben. Ich bin hier in einem Ding und habe schon 4 von 10 Schrottteilen, aber dafür die Insignie hier nicht. So, ja. Die große Rundreise wird eher hier zum großen Lagerkampf, wobei jetzt gar nicht so viel los sein mag. Wo geht's raus? Woher kam ich? Fahren die alle rum? Von hier, glaub. Vor allem haben sie mich jetzt hier innen drin irgendwie entdeckt, aber fahren jetzt wieder weiter. Ich bräuchte noch den letzten Donnerstecher, wenn es, glaub, der letzte ist. Fahren wir da mal entlang. Hier haben wir nichts Besonderes. Da drüben ja, glaub, nichts. Das war nur so ein kleines Außenlager. So, der ballert natürlich ein bisschen rum. Das ist halt schon mies, ey. Guck mal, hier drüben haben wir, glaube ich, noch eine Pumpe. Alter, da oben eine Insignie. Oh ne, jetzt kommen die auch noch. Moment, ich glaube, ich kann hier schießen. Autsch. Oha, 4 von 7. Und ich brenne. Was ging hier ab? Ich hab gedacht, da war nur ein Ziel oder so. Hier eine Mega-Explosion verursacht. So, hier oben. Hätten wir den Signi, glaube ich, auch so runterholen können. Aber ich wollte ja auch schauen wegen dem Schrott hier einmal. Ob da irgendwas rumliegt. So, oh Moment! Hier hinten ja auch noch. Total übersehen. Gedacht, da war nur eine Kiste. So, jetzt können wir wieder runtergehen. Und dann einmal da Richtung Schleuder gehen.
Oh, jetzt kommt jemand. Und Jesse. Alter. Geht doch nicht mal in die Luft. Ich dachte, das reicht. Oh je, ganze Kolonne. Ja, dankeschön. Aber das Coole ist, die hier kann man so schnell außer Gefecht setzen. Weil die keine, hier direkt die Reifen oder so zum Beispiel wegziehen kann. Und komm, machen wir sie noch ganz kaputt. Einmal noch der Gnadenstoß. So, den hier, der müsste jetzt gleich kaputt gehen. So, vor allem die Putzcrew. Alter, wirft ihr mit Stein? Aber der, wie ist der da hochgekommen? Bam! Ist das Auto hier hochgekommen? Muss ich das verstehen? Okay, wir fliegen einmal. Auch gut. So, einmal runtergeschoben. Hier steht noch der Reifen rum, wo wir weggezogen haben. Ah, verdammt. So, schnell hinterher. Wir machen mal so kaputt, wenn wir alles auseinanderziehen. Oh, der hat so ein Feuerding. Ah, okay, der trifft mich sogar, obwohl ich neben ihm fahre. So, ah, nein, nicht ins Feuer rein. Ist immer so. Tut immer so weh. So, komm her. Einmal schön zernommen. So, jetzt brauchen wir nur noch den komischen Werfer. So, in der Luft. So, einmal ausgeschalten. Die anderen lassen wir mal hier so ein bisschen fahren. Was können wir hier machen? Harpune eingeschränkt. Tor massiv. So, aber das funktioniert einmal. So, Alter, nochmal. Okay, wir brauchen ein bisschen mehr Schwung. Oh, Moment. Ich hänge gerade ein bisschen. So, jetzt einmal. Aber das Teil ist weiter rechts, wo ich suche. Das, wo ich eigentlich suche, ist weiter rechts. So, da drin haben wir noch ein bisschen Munition. Da haben wir eine Insignie. Ein bisschen Schrott. Schauen wir uns gleich alles an. So, einmal da rein. Einmal ein Ziel. Diesmal nicht drei auf einmal. So, dann gehen wir kurz zur Insignie hin. Oh, da oben haben wir, glaube ich, auch noch was. Hallo, ich kann hier nicht durchlaufen. Größer als gedacht. Stoß einmal mit dem Kopf an. So, Alter, aber das Schrott finde ich relativ schnell. Gerne waren es noch Insignien, da habe ich, glaube ich, auch alles. Weil das ist da oben hier einmal. Wie komme ich da hoch? Ich glaube, noch einmal Schrott. So, schauen wir mal. Munition. Bonus-Schrotflintenpatrone. Auch gut. So, noch ein Schrott. Und keine Insignie gleich. Ah, hier haben wir das Teil. Auch gut. Können wir den einmal bauen. Okay, hier können wir noch hochklettern. Haben wir hier das letzte Schrottteil? Alter, wo kann ich hier hinlaufen?
Okay, ein Teil fehlt noch. Und es fehlt noch ein Ziel. Jetzt frage ich, ob ich hier vielleicht irgendwo runterspringen kann und dadurch das Schrottteil finde. Aber so gut versteckt war es bis jetzt eigentlich noch nie. Ich denke vielleicht bei den letzten zwei Zielen, dass da noch irgendwas sein mag. Oh, hier haben wir sogar einen Wasserspender. Nein, wollte ich nicht. Ja, wirklich? Wieso nicht? Hast du eigentlich nichts drauf? So, wo ist jetzt das letzte Ziel? Da hinten sind auch so zwei komische Pumpen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das da sein mag. Hm. Zwei fehlen noch, gell? Einmal Schrott und zwei Ölpumpen. Aber es sah eigentlich aus wie eine Ölpumpe da hinten. Ja, schauen wir mal. Erstmal kurz noch Wasser nachfüllen. Alter, 70% bekommen wir schon. So, ah ne, springen wir eigentlich hier. So, jetzt hier wieder ein bisschen ausparken. So, jetzt schauen wir einmal. Ah, okay. Wir schauen einmal. Bam, voll dagegen. So, wenn wir nah genug dran hinfahren, wird es auch markiert, aber da sollten wir halt auch noch hinkommen. Hier drin war ich ja schon. Bam, voll rein. So, was habe ich jetzt gesehen? Oder wo habe ich das gesehen, wo ich gedacht habe, die sehen ja eher so ein bisschen kaputt aus. Ich gedacht vielleicht, also die sind ja alle kaputt. Ich dachte, hier sind irgendwo noch eine. Hier ist eine. Moment, ich bleib mal kurz stehen. Oh, hier sind zwei. Eine große und eine kleine. Es könnte ja natürlich sein, dass hier noch ein bisschen Schrott gelagert wird. Okay, das letzte Schrottteil ist natürlich doch ein bisschen gut versteckt, oder? Ich habe es übersehen. Kann natürlich auch sein. So, ich nehme den jetzt. Hallo? Ich nehme den jetzt. Irgendwie will er nicht. Nein. Okay, dann halt nicht. Ja, dann halt einmal so. Und leider keine 100%. Wobei ich da jetzt nicht so die große Lust habe, da genau zu schauen, wo jetzt das letzte Schrottteil rumliegt.